Servus bei Let's Play Detroit Become Human. Wir sind mit Marcus, Connor und Kara von Jericho entkommen, nachdem es in die Luft geflogen ist. Und Marcus ist jetzt hier, um Karl anscheinend noch einen Besuch abzustatten. Ich bin gespannt, wie dieser Besuch ablaufen wird. Bei Karl war es ja eigentlich nicht, dass Marcus überlebt hat. Aber ich glaube, er hat es ein bisschen schon gehofft. Nachdem alle... Wer sind Sie? Wie sind Sie reingekommen? Ich möchte zu Karl. Karl spricht mit niemandem. Sie müssen gehen. Bitte. Ich muss ihn sehen. Er ist sehr schwach. Ich weiß nicht, ob er mit Ihnen reden kann. Ich höre es piepseln im Hintergrund. Mich würde interessieren, ob ich mich einfach umdrehen könnte und gehen könnte. Karl. Nein. Marcus. Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich habe sie vermisst, Karl. Ich habe sie so sehr vermisst. Was ist los, Marcus? Ich wollte nur, dass meine Leute frei sind, aber ich habe sie in eine Katastrophe geführt. Karl, ich suche nach Antworten, aber... alles um mich herum bricht auseinander. Die Welt wird von Angst regiert, Marcus. Angst vor anderen. Angst vor der Zukunft. Sie ist wie ich, zu alt. Es wird Zeit für das Ende. Ganz zum Schluss wieder nur belehrt. Aber was soll ich tun? Karl, meine Leute werden getötet. Ich will Gewalt nicht mit Gewalt vergelten, aber sagen Sie, welche Wahl habe ich? Zu leben heißt, sich zu entscheiden zwischen Liebe und Hass, zwischen einer ausgestreckten Hand und einer geballten Faust. Ich habe keine einfachen Antworten, Marcus. Du musst die Welt akzeptieren, wie sie ist. Oder... kämpfen, um sie zu ändern. Du bist mein Sohn, Marcus. Unser Blut hat nicht die gleiche Farbe. Aber ein Teil von mir ist in dir. Wenn die Welt in Dunkelheit versinkt, werden manche Menschen zu ihrem Licht. Du bist einer. Sieh in den Abgrund. Aber lass dich nicht verschlingen. Oh, Meister Yoda. Aber der Karl gefällt mir. So ein alter Maler, aber voll tätowiert auf die Arme, bis auf... ich finde ihn cool und er hat sich wirklich immer um Marcus gekümmert und hat ihn auch seine freie Entscheidung, seinen freien Willen ein bisschen. Vielleicht ist er deswegen so Marcus so anders, weil Karl das immer gefördert hat. Mich wundert so, dass er erst zu spät zu ihm geht und nicht schon früher zu ihm gegangen ist. Okay, Zünder, nein. Okay, es wird Zeit. Es wird Zeit.
für eine heldenhafte Ansprache. Sie töteten North vor meinen Augen. Und ich konnte nichts tun. Ich sah, wie Josh in meinen Armen starb. Ich hätte ihn beschützen müssen. Uns alle beschützen und... Ich konnte einfach nichts tun. Josh gab sein Leben für unsere Sache. Und jetzt liegt es an uns, dass er und die anderen nicht umsonst starben. Wie viele haben den Angriff überlebt? Ein paar hundert? Viele. Vielleicht mehr? Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn du Jericho nicht gesprengt hättest. Unsere Leute zählen auf dich, Marcus. Du bist der Einzige, der uns führen kann. Wo auch immer du hingehst, wir folgen dir. Ich hoffe, du bist dann noch Zeit mit den anderen zum Reden. Warst du ganz zufrieden? Wo sind die überhaupt? Da. Ah. Herr Lois 2. Ich dachte, bei uns wärt ihr in Sicherheit. Ich lag falsch. Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen ist jetzt am wichtigsten. Luftfahrt scheint nicht überlebt. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Hä? Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze. Marcus. Rette unser Volk. So, wo ist der liebe Connor? Connor, wo bist du? Wo hast du dich versteckt? So. Es ist meine Schuld, dass die Menschen Jericho orten konnten. Ich war dumm. Es war klar, dass sie mich benutzen. Es tut mir leid, Marcus. Ich würde verstehen, wenn du mir nicht vertrauen kannst. Ich bin schon vergeben. Du bist jetzt einer von uns. Dein Platz ist bei deinem Volk. Es sind tausende von Androiden im Cyberlife-Montagewerk. Wenn wir sie aufwecken, könnten sie sich uns anschließen und das Blatt wenden. Du willst in den Cyberlife-Tower eindringen? Connor, das ist Selbstmord. Sie vertrauen mir. Sie werden mich reinlassen. Wenn irgendjemand bei Cyberlife eindringen kann, dann bin ich das. Wenn du das tust, töten sie dich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber statistisch gesehen gibt es immer die Chance, dass etwas Unwahrscheinliches passiert. Sei vorsichtig. Okay. Und ich sage mal so, es ist, dadurch, dass wir mit Hank befreundet sind, wird das wahrscheinlich auch viel ausmachen. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen
und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Okay, nachdem wir unterstützende Meinung haben, marschieren wir friedlich, weil das hat einer nicht gefallen, dem Volk. Ich weiß, ihr seid wütend. Und ich weiß, ihr wollt zurückschlagen. Aber ich versichere euch, Gewalt ist nicht die Antwort. Wir werden ihnen sagen, friedlich, dass wir Gerechtigkeit wollen. Wenn noch Menschlichkeit in ihnen ist, hören sie zu. Und wenn nicht, werden andere nachkommen und weiterkämpfen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Ja, da ist sie, die Heldenansprache. Ich warte mir, dass irgendwann einmal steht Jericho, Markus, Messias. Okay. Oh, es hätte also auch eine Möglichkeit anscheinend gegeben, dass man vielleicht nicht... Oh ja, zu Karl. Aber willkommen zu Hause. Ah, wenn wir nur verletzt haben und nicht getötet vielleicht. Haus betreten, Nachricht abgehört. Wir hätten das Haus noch weiter erkunden können. Wir haben eigentlich eh alles... Oben gegangen, umgewandelt, mit Karl versöhnt, sich Karl anvertraut. Jericho wurde angegriffen in Scheideweg. Okay, das geht auch ohne Angriff. Interessant. Abweichler formieren sich neu. Kara, Connor, wir haben Connor vergeben. Mit Simon gesprochen. Werden wahrscheinlich noch mit anderen und friedlicher Protest. Spannend, spannend. Was ist da mit Connor? Achso, mit Connor geht's anscheinend weiter. Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt. Und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Guck mal, ist wieder da. Zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Bitte! Madam President! Madam President! Bitte! Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Bitte! Stimmt es, dass Androiden unsere ID-Systeme hacken können, wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Bitte! Hier drüben, bitte! Madam President! Bitte! Viele halten Androiden für eine neue, intelligente Lebensform. Was sagen Sie dazu? Das ist lächerlich. Oh. Die nächste Frage, bitte. Bitte! 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 Hier drüben, bitte! Bitte! Madam President, die öffentliche Meinung zu den Abweichlern scheint zunehmend positiv zu sein. Besonders seit diese auf einen friedlichen Weg setzen. Welchen Standpunkt vertreten Sie? Die öffentliche Meinung ist eins, die Sicherheit des Landes etwas anderes. Die Abweichler sind gefährlich und meine oberste Priorität ist der Schutz des amerikanischen Volkes. Bitte! Bitte.
Was können Sie uns denn über die Razzia von gestern sagen? Das FBI hat gestern um 22.45 Uhr in Detroit einen verlassenen Frachter durchsucht. Mehrere tausend Androiden wurden zerstört oder verhaftet. Unsere Truppen durchkämmen jetzt die Straßen, damit kein Android entkommt. Wir werden jeden einzelnen finden und dann zerstören. Danke. Das wäre alles. Gut, dass ich noch die Ethikfragen gestellt habe und das ist gleich so richtig gleich. Nein. Alle töten, alle vernichten, alle entsperren. Ich meine, so teilweise mit den ganzen Maßnahmen kommt so vor, als ob der nächste Lockdown kommen würde. Nicht nur in Amerika, sondern auch bei uns. Ausgangssperren. Connor, oh. Modell 313 248 317. Ich werde erwartet. Identifikation erfolgreich. Okay. Bitte sehr. Was für eine arge Wand? Wozu sollte man so eine schiere Wand bauen? Gut, lassen wir das einmal wieder dahingestellt. Ich probiere schon wieder irgendwo einen Sinn rein zu finden, was glaube ich gar keinen hat. Ist der geil und gleichzeitig hässlich? Er hat was Schönes, aber auch teilweise was Hässliches. Ich weiß nicht, ich kann es nicht genau sagen. Ich würde hoffen, dass Lieutenant Anderson drinnen umeinander krebst. Mir nach. Wir begleiten dich. Danke. Aber ich kenne den Weg. Vielleicht. Aber ich habe meine Befehle. Okay, folgen wir der Wache. Was ist denn das? Agent 23 identifiziert. Ah, okay. Was ist denn da bitte los? Da sind ja lauter Androiden und die schauen auf die Statue. Das einzige, was tun. Irgendwie was Strangers. Achso, die stehen auf Plattformen. Ah. Modellausstellung. Rennen da so. Da. Macht ein Mündschnipsspiel im Aufzug. Agent 54, Ebene 31. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. 49. So, aber da. Okay, nur einmal daneben. Ja. Bitte geben Sie Ihre Identität und Ihr Ziel an. Agent 54, Ebene 49. Stimme des RK-800-Modells erkannt. Keine Autorisierung für diesen Aufzug. Agent 54, Ebene minus 49.
Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Okay. Erreiche den Busbahnhof. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Schon wieder? Was ist da los? Na gut, meine Lieben. Das war's wieder für diese Folge. Es wird auf jeden Fall spannend, wie dieses dann weitergeht. Ich glaube, jetzt begeben wir uns wirklich in Riesenschritten weiter, dem Ende zu. Aber man kann es nicht so genau sagen. Bei so storybasierten Spielen können noch alle möglichen Sachen vorkommen. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, ob wir am Ende alle retten können und ob wir alle drei lebend durchbringen. Das ist die größere Frage. Na gut, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge und ich hoffe ihr auch. Und bis dahin kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss mit dir, ciao mit dir, servus mit Fulvar.